wütend. Nou, hallo, ik presenteer hier die Canon PowerShot G3X, die ik kurz mal in den Händen halten konnte. Es ist also kein wirklicher Test. Diese Bridge-Kamera ist ein Zwischending zwischen einer Kompaktkamera und einer Systemkamera. Kompaktkamera deshalb, weil Gehäuse und Objektiv an einem Stück sind. Es lässt sich hier also nichts wechseln. Systemkamera deshalb, weil sie nicht wirklich kompakt ist, also doch einiges an Volumen und Gewicht mitbringt, aber vor allem auch wegen der manuellen Einstellmöglichkeiten, beispielsweise hier mit dem Einstellrad, wo Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl zur Verfügung stehen, wie das bei einer Systemkamera üblich ist. Es ist die erste Kamera der G-Serie von Canon mit einem 1 Zoll Sensor. Er hat 20 Megapixel. Davor ist ein Objektiv mit 25-fachem optischem Zoom. Der lässt sich auch auf 50-fach digital erweitern. Umgerechnet auf Kleinbild entspricht die Brennweite 24 bis 600 mm. Mit 600 mm hat man doch einen sehr kräftigen Zoom, der auch weit entfernte Gegenstände heranholen kann. Die Offenblende im Weitwinkel beträgt 2,8, also ein guter Wert auch für weniger Licht. Im Telebereich sind es noch 5,6, ein Wert, der angesichts der großen Brennweite von 600 mm ebenfalls gut ist. Zudem lässt sich die ISO-Empfindlichkeit manuell verstellen von 125 bis 12.800, also mit einem Wert von 12.800 lässt sich auch bei geringem Licht doch noch Aufnahmen machen. Auf der Rückseite dieser LCD-Monitor mit 8 cm Bilddiagonale. Er lässt sich herausklappen, er lässt sich hochklappen und umkehren, sodass man auch ein Selfie machen kann. Aufgrund der hohen Auflösung von 1,6 Millionen Pixeln, der kräftigen Farben, lässt sich das Bild bei der Aufnahme sehr gut und präzise kontrollieren. Es sei denn, man befindet sich draußen bei Sonnenschein. Da ist die Kontrolle doch sehr erschwert und es ist oft mühsam, hier herauszufinden, was man denn genau eingestellt hat, vor allem dann, wenn man manuell einstellen will. Optional erhältlich ist ein elektronischer Sucher, der lässt sich hier auf dem Zubehörschuh montieren. Hier lässt sich auch ein Blitz montieren, nebst diesem ausklappbaren Blitz. Weiter hat die Kamera, das ist sicher interessant für Videoaufnahmen, einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörerausgang, sodass der Ton auch kontrolliert werden kann. Aufnahmen gelingen in der Praxis recht gut, sei es mit der Automatik oder mit den manuellen Einstellungen. Hier kann man doch recht kreativ arbeiten, bei Fotografie, aber auch bei Videoaufnahmen. Hier stehen die manuellen Einstellmöglichkeiten ebenfalls zur Verfügung. Aufgefallen ist der Bildstabilisator. Im Weitwinkel bei der Videoaufnahme ist er enorm gut. Also man kann sich recht ruckig bewegen beim Gehen oder bei einer Fahrt und das wird vom Bildstabilisator ausgeglichen. Im Telebereich selbstverständlich ist es viel schwieriger, da hier einen ruhigen Bildstand zu erreichen.